Flügel. Teil 5. Der Kuss war der Höhepunkt des Berges, ab dem man sich nur noch fallen lassen musste. Erzi Raphael spürte, wie alle zuvor empfundenen Gefühle auf einmal auf ihn einprasselten und ihn mit sich rissen. All diese Liebe, all das Verlangen und die Begierde entsprangen aus der Quelle der Lust und überschwemmten ihn, bis er fast darin ertrank. Die Gefühle, die er so lange unterdrückt hatte, kamen nun mit einem Hieb zurück und gaben ihm alles, was er jemals wollte. Crowleys Lippen waren zwar etwas rau, jedoch warm und einladend. Der Engel hatte das Gefühl, mit seinen Lippen ein Puzzlestück gefunden zu haben, welches er schon immer gesucht hatte. An sich war es ein sehr intensiver und leidenschaftlicher, jedoch unschuldiger Kuss. Niemand drängte jemanden zu weiteren Dingen. Ihre Lippen passten sich an und schienen miteinander zu tanzen. Erzi Raphael hatte das Gefühl, nie etwas anderes gemacht zu haben, als die Lippen des Dämons begehrt zu haben. Auf einmal spürte er, wie sich die schwarzen Schwingen des Dämons um sie beide gewickelt hatte und den blonden Engel festhielten. Sie gaben ihm Halt und Geborgenheit, so als wollten sie ihm vor allem schützen, was noch kommen würde. Die Federn hielten ihn wie starke Arme, an denen man sich festhalten konnte, wenn man fiel. Mehr wollte er nicht. Es war, als hätte er sich endlich selbst gefunden. Im Rausch der Gefühle versunken, trennten die beiden sich langsam und sahen sich an. Niemand sagte etwas, niemand brauchte etwas zu sagen, da sie die Antworten auf alle Fragen schon wussten. Ein strahlendes Lächeln umspielten die Lippen des Engels, als er sich den Dämon von Nahem ansah. Er war ein Kunstwerk, an dem alles richtig gemacht wurde. Seine verwuschelten, roten Haare hingen ihm nun etwas wild in seinem Gesicht und bedeckten leicht die wunderschönen Schlangenaugen, die der Engel leider zu selten zu Gesicht bekam. Die schöne Nase führte zu den perfekten Lippen hinunter, auf den ein etwas verschmitztes Lächeln lag und so seine Zähne leicht entblößte. Wie betörend sein Geruch war. Er roch nach Leder, Erde und einem Parfum, welches Erzi Raphael noch nie gerochen hatte. Es passte zu seinem Dämon. Es war etwas herbes, jedoch sehr angenehmes. Nachdem sein Herz sich etwas beruhigt hatte, atmete er tief durch. Er hatte das Gefühl, während des ganzen Prozesses nicht geatmet zu haben. Jedoch gab es ihm jetzt die Möglichkeit, sich ein wenig von dem Gefühlschaos zu erholen. Einer seiner Hände fanden Platz am Gesicht des hübschen Dämons, von dessen Stirn er die verwirrten Haarsträhnen entfernte. Dieser lächelte müde, schloss die Augen und schien sich der Berührung hinzugeben. Erz Raphael blinzelte zufrieden und hauchte Crowley noch einen leichten Kuss auf die Wange, bevor dieser seine Flügel wieder ausbreitete und somit den Engel wieder freigab. Etwas ernüchternd schnaufte er auf. Eine leere positionierte sich nun an der Stelle, an dem er den warmen Druck der Flügel gehabt hatte. Crowley war der Erste, der wieder zu Wort kam. Scheint, als ob du sehr gute Arbeit geleistet hast, Engel. Meine Schmerzen sind so gut wie verschwunden. Dieser sah ihm bloß leise lachend an, verstummte jedoch schnell wieder und wanderte seinen Blick wieder ab. Wieder klopfte die Neugier an. Was war das nur? Was bedeutete dies für sie beide? Wie ging es nun weiter? Ein Finger unter seinem Kinn weckten ihn aber aus seinen Gedanken und zwang ihn sanft dazu, den Dämon wieder anzusehen. Jedesmal, wenn ich dich so sehe, frage ich mich, über was du dir den Kopf zerbrichst. Der Dämon hauchte die Worte sanft, was er sehr selten tat. Er Herz klopfte immer schneller, wenn Crowley so mit ihm sprach, da es so fürsorglich und liebevoll klang. Auch jetzt genoss er jedes Wort, welches über die Lippen des Rothaarigen rollte. Was war das? fragte der Engel erstickt und sah hoffnungsvoll zu Crowley, dessen Blick ihm auswich. Ich äh, dachte mir, dass du mir das vielleicht sagen kannst, erwiderte er leise und suchte Halt mit seinen Augen. Nun wurde es dem Engel langsam bewusst. All die Jahre, in denen er leise für den Dämon geschwärmt hatte, mussten jetzt auf den Tisch gelegt werden. Er musste alles auf eine Karte setzen, um jetzt seine Zukunft bestimmen zu können. Zwar kreuchte die Angst in ihm, er würde Crowley eventuell verlieren, jedoch wusste er, dass er nicht länger ohne ihn leben konnte. Es musste raus. Hör zu, Crowley, vielleicht brauchen wir die Antwort auf das, was da gerade war, nicht wissen. Was ich jedoch weiß, ist, dass es mir sehr gefallen hat. Ich weiß, dass es vielleicht etwas plötzlich kommt, aber. Aber ich mag dich wirklich sehr. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es auf der Welt gewesen wäre, wenn du nicht hier wärst. Es folgte Stille. Erz. Raphael spürte, wie alles in sich anspannte und er das unangenehme Gefühl hatte, etwas Falsches getan zu haben. Nervös begann er wieder, seine Hände zu kneten und drehte sich etwas von Crowley weg. Warum sagte er nichts? Die Stille drückte ihm den Hals zu, so unangenehm war es ihm, seine Rede nicht zurückzunehmen. Sein Herz schlug so laut, dass er den Herzschlag in seinen Ohren hörte. Er hatte es vermasselt. Der Dämon fühlte nicht dies, was er für ihn fühlte, und würde ihn nun von sich stoßen. Er hatte seinen Freund verloren, den einzigen auf dem Planeten, der ihm verstand. Um ehrlich zu sein, war er der Allereinzige, der ihn verstand. Der Himmel war schon lange nicht mehr der Ort, an dem sich der Engel geborgen fühlte. Es war Crowley, auf den er setzte. Und jetzt war alles zerstört. Erzi Raphael spürte, wie sich Tränen in seinen Augen bildeten, die er versuchte wegzublinzeln. Er durfte jetzt keine Schwäche zeigen, sonst wäre wirklich alles für ihn nichts. Ein lautes Aufseufzen ließ ihn aufheucheln. Die Atmung des Dämons zitterte, als er versuchte, Luft in seine Lungen zu bekommen, was sehr untypisch für ihn war. Die Ohren des Blonden zuckten leicht, in der Erwartung vielleicht doch eine eindeutige Antwort zu bekommen. Hauptsache eine Antwort, dachte er sich verzweifelt und suchte mit den tränenden Augen den Augenkontakt mit dem rothaarigen Dämon. Dieser war nun näher an ihn herangetreten, so nahe, dass er dessen Duft wieder wahrnahm. Er musste sich konzentrieren, sich nicht gleich wieder an ihn zu heften, so betörend war ihm der Dämon geworden. Bist du dir da sicher? Crowleys Miene blieb ernst, als er dies fragte, und sah ihn durchdringend an. Erzi Raphaels Blick jedoch wirkte nur irritiert, da er nicht genau wusste, auf was der Dämon hinaus wollte. Was meinst du mit sicher? Ich meine es so, wie ich sage. Du bist dir sicher, dass du so fühlst, oder willst du nur nicht unhöflich sein? Ein leises Kichern entwich Erzi Raphael, als er dies hörte. So sensibel und vorsichtig, hatte er den Dämon noch nie erlebt. Meinst du, ich sage so etwas nur so? Auch wenn ich es meistens bezweifle, sagst du doch immer, dass mir das Lügen nicht liegt. Wieso also sollte ich bei so etwas lügen? Der Dämon trat wieder einen Schritt näher und griff dabei sanft die Hand des anderen, der zu streicheln begann. Er hatte nicht erwartet, dass die Hand des Dämons so weich war. Ich äh, hatte einfach Angst begann Crowley leise und sah dabei zu wie seine Hand über die des engels strich ich äh, ich will nichts anderes als dich engel und das schon lange nur habe ich mich nie getraut etwas zu sagen der engel griff nun mit seinen händen nach crowleys und brachten ihn dazu seinen blick wieder anzuheben ein sanftes lächeln umspielten nun die lippen des blonden und sein sanfter blick fingen die Augen des Dämons ein, die ihn erwartungsvoll ansahen. Endlich konnte er es sagen. Das, was er schon so lange sagen wollte. Ich liebe dich auch, Crowley. Meinst du, dass der Allmächtige das schon die ganze Zeit geplant hatte? Der Dämon saß neben seinem Engel im Buchladen und schwang genüsslich ein Glas Rotwein in seiner Hand. Seinen anderen Arm hatte er um die Schultern des Blonden gelegt welcher sich in dessen Armen gemütlich gemacht und seinen Blick an die Decke geheftet hatte. Die Beziehung der beiden hatte sich seit den blutenden Flügeln ein wenig verändert. Crowley kam nun täglich in den Buchladen und besuchte seinen Engel, der sich sehr über seine Anwesenheit freute. Die Dame, die er das letzte Mal verscheucht hatte, war wieder in den Laden gekommen und hatte eine Entschuldigung des Dämons erhalten, für sein unmögliches Verhalten, welches er zu Tage gelegt hatte. Mit der Ausrede seine Augen seien entzündet, weshalb er nun die Brille trug, kam die Frau nun ab und an mal in den Laden und unterhielte sich lieb mit dem Buchhändler, der die Gespräche durchaus genoss. Dass der Dämon ihm dabei jedes Mal ein spöttisches Grinsen zuwarf, weil er sich eigentlich nicht entschuldigen wollte, war ihm egal geworden. Das Verhältnis zueinander hatte sich aber kaum verändert. Sie gingen weiterhin gerne zusammen essen, gingen spazieren oder unterhielten sich bei einer Flasche Wein über alle möglichen Dinge, die sie beschäftigten, so wie heute. Bloß waren nun Zärtlichkeiten dazu gekommen, die sie sich gegenseitig schenkten, und ab und an mal auch etwas intensivere Kuscheleinheiten, die beide durchaus genossen. Der Engel drehte sich leicht in den Armen des Dämons und suchte dessen Augen, in denen er sich gerne mal flüchtete. Was genau meinst du? Nun, das mit uns. Meinst du, es war Gottes Plan, dass ich meine Flügel verletze und dann zu dir komme und dann. Du weißt schon? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ein etwas verärgerter Blick traf auf das leicht verschmitzte Lächeln des Engels, der einfach zu gerne hörte, was der Rothaarige so ungern aussprach. Crowleys Meinung nach reichte es vollkommen, seine Zuneigung zu zeigen, anstatt sie zu sagen. Doch er seufzte bloß und begann mit einer der hellblonden Strähnen des Engels zu spielen. Dass wir dann zusammenkommen, brummte der Dämon besiegt und erhielt ein sehr zufriedenes Lächeln des Engels. Dessen Blick drehte sich von Crowley weg und richtete sich wieder an die Decke. Du weißt doch, mein Lieber, Gottes Pläne sind. Wenn du jetzt sagst, dass sie unergründlich sind, dann schwöre ich bei Satan, dass ich dich nie wieder küssen werde! Diesmal war es der Rothaarige, der ein forderndes Grinsen auf den Lippen hatte, was dem Engel unbewusst in die Lippen beißen ließ. Er kam noch immer nicht über dieses verführerische Grinsen hinweg, auch wenn er wusste, dass es nur noch ihm galt. Ob der Dämon wusste, dass es ihm so gefiel? Um ehrlich zu sein, sind mir dessen Pläne gerade egal, gab er seraphael erstaunt zu so und wunderte sich selbst schon über seine eigene Aussage. Auch Crowley sah ihn etwas irritiert an, lächelte aber. Das ist das erste Mal, dass dir deine Seite egal ist. Das Lächeln des Dämons wurde immer breiter, bis er dem Engel einen sanften Kuss auf den Haaren platzierte. Du gefällst mir immer mehr nuschelte er gegen die weichen Locken des Engels, während dieser leicht rot wurde. Ja, er hatte die Wahrheit gesprochen, und schämend tat er sich dafür nicht. In diesem Moment war er einfach nur glücklich. Er war glücklich, dass er hier bei seinem Dämon sein konnte und sich nicht zurückhalten musste, um ihn nicht berühren zu können. Stattdessen lag er eingekuschelt in den starken Armen seines Freundes, die ihn hielten, Ihm war es egal, was seine Seite darüber dachte, ob sie es gut oder schlecht fanden, dass er sich in diesen Dämon verliebt hatte. Wenn sie was dagegen hatten, konnten sie sich ja gerne bei jemanden beschweren, nur nicht bei ihm, weil er es bevorzugte, bei Crowley zu bleiben, anstatt wieder in den Himmel zu kommen. Und das alles wegen ein paar Flügeln, murmelte R.C. Raphael zufrieden und kuschelte sich näher an Crowley. Was die Zukunft brachte, wussten sie nicht. Trotzdem freuten sie sich auf die nächsten sechstausend Jahre, die sie zusammen hatten.